Das Flugzeug von Mob of the Dead, welches wir in vielen verschiedenen Maps von Call of Duty Black Ops 3 Zombies sehen, ist wohl eines von Treyarchs größten und bestgehütetsten Geheimnissen in ganz Call of Duty Zombies. Da die Frage um seine Existenz seit 2015 viele Leute beschäftigt hat, dachte ich mir, wir reden heute nun endlich einmal darüber. Mein Name ist Michi und im heutigen Video klären wir den Ursprung des Mob of the Dead Flugzeuges, wie es in die verschiedenen Maps kommt und seine Bedeutung für die Zombie-Storyline. Bevor wir aber anfangen, zunächst einmal zwei andere Dinge. Pünktlich zum Modern Warfare Release veranstalte ich natürlich das versprochene Giveaway, das von den Mitgliedern dieses Kanals gesponsert wurde. Über den Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr daran teilnehmen und eine Kopie für Call of Duty Modern Warfare gewinnen. Egal ob für Xbox One, PlayStation 4 oder PC, die Wahl liegt ganz bei euch. Das Gewinnspiel endet dann nächsten Mittwoch um 23.59 Uhr. Euch viel Glück und wir sehen uns dann bei der Auflösung dieses Gewinnspiels. Es gibt allerdings noch eine zweite Sache, über die ich gerne sprechen würde, bevor wir mit dem eigentlichen Thema dieses Videos anfangen. Vielleicht kennt ihr den englischen YouTuber MrBeast. Dieser hatte sich als Ziel gesetzt, bis Ende 2019 20 Millionen Bäume unter dem Hashtag TeamTrees zu pflanzen. Das Ganze ist die vielleicht größte YouTuber-Kollaboration aller Zeiten und ich bin Teil von dieser. Falls euch nun denkt, das klingt cool und fragt euch, wie ihr dabei helfen könnt, dafür hatte die Organisation Team Trees gegründet, welche Spenden sammelt und für jeden gesammelten Dollar, also umgerechnet knapp 90 Cent, einen Baum pflanzt. Das gesammelte Geld geht natürlich zu 100% an diese Aktion. Wenn ihr das Ganze also unterstützen wollt oder einfach nur mal selbst einen Baum pflanzen wollt, aber so wie ich euren faulen Arsch nicht aus eurem Sessel hochbekommt, dann besucht doch die Seite über den Link unten in der Videobeschreibung und lasst einen kleinen Geldbetrag da, damit ein Baum in eurem Namen gepflanzt wird. In meinen Augen eine echt coole Sache, doch jetzt kommen wir erstmal zum Hauptthema dieses Videos. Klären wir zunächst einmal den Ursprung des Mob of the Dead Flugzeuges. Dieses ist ein Flugzeug, welches von den vier Zelleninsassen von Mob of the Dead gebaut wurde, mit welchem sie versuchen wollten, Alcatraz zu verlassen. Wichtig zu wissen ist nun, dass es zwei Versionen dieser Geschichte gibt. Und zwar die erste ist, dass sie dieses Flugzeug eigentlich nie gebaut haben. Stattdessen gab es viel Streit und die Zelleninsassen haben Albert Arlington, auch Weasel genannt, eines Tages aufs Dach hochgelockt und ihn dann mit Behelfsutensilien umgebracht. Dafür wurden sie mit dem Tod am elektrischen Stuhl bestraft. Doch das ist nur der Anfang ihrer Geschichte. Dieses Ereignis war in Wahrheit lange vom Wärter von Alcatraz geplant, welcher damit die Alcatraz-Taschendimension geöffnet hat. Der Tod der vier Zelleninsassen ist also das, was das Ritual des Wärters vervollständigt hat. Während diese Taschendimension dann im Verlaufe der Storyline allerdings nicht nur vom Wärter, sondern auch vom Schattenmann und vor allem Richtofen benutzt wurde, war die Mob of the Dead Crew zunächst einmal in ihrer persönlichen Hölle gefangen. Die vier Charaktere waren dort in einem Teufelskreis gefangen, der sie den Mord von Albert Arlington, also Weasel, immer wieder erleben hat lassen. Zumindest so lange, bis es dieser geschafft hat, diesen Kreis einmal zu durchbrechen, indem er die drei anderen tötet. Ein wesentlicher Punkt ihres Planes war allerdings das Flugzeug, das sie im Verlaufe dieser persönlichen Hölle immer wieder bauen, um damit immer wieder zu versuchen, von der Insel auf die Golden Gate Brücke zu fliehen. So viel zum Ursprung des Flugzeuges, aber warum sehen wir es nun in anderen Maps? Und das erklärt uns der Charakter Nero innerhalb von Shadows of Evil eigentlich schon recht gut. Er sagt, er hat von so etwas in einem Buch gelesen. Dabei handelt es sich um eine interdimensionale Konvergenz. Andere Realitäten bluten ineinander. Oder um es anders auszudrücken, benachbarte Welten existieren zur selben Zeit in ein und derselben Dimension. Das bedeutet also, dass zumindest für einen kurzen Moment die Crew von Mob of the Dead während ihres Fluges von Alcatraz zur Golden Gate Brücke sich nicht innerhalb ihrer eigenen Dimension befindet. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Orte, an denen wir das Flugzeug sehen, keine vollwertigen Dimensionen an sich sind, sondern lediglich Frakturen, wie zum Beispiel The Giant und Setsubo no Shima, oder Shadows of Evil, was für den Moment, nachdem das Apotikon-Ritual vervollständigt wurde, eine Art Taschendimension zu sein scheint. Wenn wir einen genaueren Blick darauf werfen, scheint das Ganze gar nicht so unwahrscheinlich zu sein. Immerhin sehen wir, wie der Wärter von Alcatraz eine Taschendimension mit dem Mord an vier Zelleninsassen erschafft. In Shadows of Evil, welches abgesehen von den Zombies zunächst einmal wie eine normale Realität aussieht, führen wir dann auch vier Rituale durch, bei denen wir vier Menschen töten. Danach benutzen wir die vier dadurch erhaltenen Torwürmer, um diese Dimension ins Chaos zu stürzen. Im direkten Vergleich gibt es also keinen Unterschied zwischen der Entstehung der Alcatraz-Taschendimension sowie der Shadows of Evil eventuell Taschendimension. Doch wir schweifen hier ein kleines bisschen ab. Zurück zum Flugzeug. Dieses Konzept von verschiedenen Realitäten, die ineinander bluten, ist im Zombie-Modus nichts Neues. Das Ganze haben wir schon seit der ersten Stunde. Nur kannten wir es damals als Element 115 Displacement.
also Ereignisse, in welchen Objekten, die mit Element 115 in Kontakt kamen, einfach spontan durch Raum und Zeit wechseln und an anderen Orten wieder auftauchen. Dabei kann es sich prinzipiell um alles handeln, einfache Bleistifte oder auch einfach nach der Untoten, welches vom Flugfeld in Deutschland einfach den Platz nach Transit wechselt. Was weiterhin dafür spricht, ist ein kleines Ereignis, das innerhalb von Mob of the Dead während des Fluges passiert. Es gibt dort nämlich eine Art Lichtblitz, in der die vier Charaktere nichts sehen und keine Ahnung haben, wo sie gerade sind. Vielleicht hatte Treyarch das im Hinterkopf, als sie diese interdimensionalen Konvergenzen eingeführt haben. Vielleicht dachten sie sich von Anfang an, ja, das Flugzeug wechselt während seines Fluges mehrmals die Dimension. Das würde auch erklären, warum wir es in Shadows of Evil, The Giant und Setsubo no Shima sehen. Das einzige Problem, was wir hierbei haben, ist, dass wir es in The Giant nicht fliegend sehen, sondern mehr oder weniger auf dem Dach geparkt. Vielleicht befindet es sich dort allerdings auch eigentlich nur für einen kurzen Moment, bevor es dann wieder zurück in die originale Mob of the Dead Dimension wechselt. Storyline-technisch gibt es sogar eine Erklärung dafür, warum wir es auf allen Karten bis Gorod Krovir sehen. Shadows of Evil, The Giant und Setsubo no Shima sind alles unterschiedliche Frakturen und damit theoretisch unterschiedliche Splitter einer Dimension. Falls ihr euch wundert, der Eisendrache befindet sich in derselben Fraktur wie The Giant. In beiden Fällen handelt es sich also um die Deceptio-Fraktur, was bedeutet, dass es Sinn ergibt, dass wir das Flugzeug nur einmal in The Giant und nicht auch noch in der Eisendrache sehen. Sonst würden wir es ja in einer Fraktur zweimal sehen. Doch warum sehen wir es nicht in Gorod Krovir, fragt ihr euch jetzt vielleicht, und die Antwort darauf ist ganz einfach. Nach Setsubo no Shima begeben sich die vier Charaktere ganz kurz in das Alcatraz-Gefängnis, um dort die Blutfiolen abzuholen. Und in jedem Durchgang des Kreises holen sie dort einfach nur die Blutfiolen und verschwinden wieder. Erst im letzten Durchgang, in dem von Black Ops 4, schafft es Weasel, den Teufelskreis von Mob of the Dead zu brechen, was in weiterer Folge dazu beiträgt, dass die Primis-Crew im Alcatraz-Gefängnis gefangen sein kann, bis Richtofen sich in die dunkle Maschine setzt. Zeitgleich bedeutet das allerdings auch, dass in jedem anderen Durchgang des Kreislaufes der Kreislauf von Mob of the Dead nicht durchbrochen wird. Die drei Zelleninsassen töten Weasel auf der Golden Gate Brücke und der Kreis geht weiter. Der Kreis von Mob of the Dead resettet sich. Darum sehen wir das Flugzeug auch nicht in Gorod Krovir. Die Gefängnisinsassen haben es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erst gebaut. Doch kommen wir nun zum letzten Punkt. Die Bedeutung des Mob of the Dead Flugzeuges für die Storyline. Und zwar haben wir das schon ganz kurz im letzten Punkt beantwortet. Es ist ein Indikator für den Mob of the Dead Teufelskreis und wie wichtig es ist, dass dieser durchbrochen wird, damit die Zombie-Storyline zu einem Ende geführt werden kann. Geht der Teufelskreis in Mob of the Dead weiter, so würde der Primis-Zyklus nie durchbrochen werden. Es hat also keinen direkten Effekt, dass wir das Flugzeug innerhalb der Karten sehen, sondern eher einen symbolischen, der uns darauf hinweisen soll, dass der Teufelskreis von Mob of the Dead sowie die vier Zelleninsassen zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich Black Ops 4 und Blood of the Dead, noch eine wesentlich größere Rolle spielen werden. Es handelt sich dabei also um etwas, was seit dem Release von Black Ops 3 Zombies angeteasert wurde, uns allerdings nie aufgefallen ist, bis es schlussendlich in Black Ops 4 Zombies einen Sinn ergeben hat. Aber fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Die Bedeutung des Mob of the Dead Flugzeuges ist im Wesentlichen nur eine. Es zeigt uns, dass der Teufelskreis innerhalb von Mob of the Dead ein wichtiges Ereignis für die Zombie-Storyline ist. Es ist somit das Bindeglied zwischen Mob of the Dead und dem Rest der Zombie-Storyline. Es zeigt uns, dass wenn dieser Kreis, der in Mob of the Dead nie gebrochen worden wäre, die Zombie-Storyline nie zu einem Ende gekommen wäre und sich der Primis-Zyklus immer und immer wieder wiederholt hätte. Und das ist die Bedeutung von Treyarchs größtem Geheimnis innerhalb der Zombie-Storyline, dem Flugzeug von Mob of the Dead auf vielen verschiedenen anderen Karten. An der Stelle möchte ich mich dann immer herzlich bei allen meinen Mitgliedern bedanken, die auf meinem Kanal eine Mitgliedschaft im Wert von 25 oder 50 Euro abgeschlossen haben. Das sind die Leute, die mich beim Produzieren dieser Videos am meisten unterstützen. Vielen herzlichen Dank und falls ihr mich auch unterstützen wollt, könnt ihr das Ganze gerne neben der Abonnieren-Schaltfläche auf Mitglied werden oder über den Link unten in der Videobeschreibung für schon nur 2 Euro pro Monat. Wenn euch das Video nun gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und teilt es doch mit euren Freunden, damit diese auch endlich die Bedeutung des Mob of the Dead Flugzeuges erfahren. Zu guter Letzt könnt ihr mich jetzt gerne abonnieren, falls ihr neu seid, um nichts mehr von mir oder weiteren Call of Duty Zombie Storyline Videos zu verpassen. Und damit bedanke ich mich immer herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!